In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben, ich habe mich ein bisschen geschminkt, also nur Wimperntusche und Concealer. Wir gehen jetzt nochmal in die Arkaden. Mit Lena spazieren. Ich muss noch mein H&M-Paket abgeben, bevor ich das vergesse. Während ich in der Türkei bin, soll ja, ne, kein Brief nach Hause kommen, dass wir nur einen Teil bezahlt haben, aber unser Paket nicht zurückgekommen Mama ist. Achso, das musst du runterziehen, Schatz. Das ist eine andere Pampers. Ja, deswegen fahren wir jetzt nochmal in die Arkaden, dann gebe ich das Paket ab, oder geht zum Friseur. Heute, weil morgen ist der Feiertag. Und morgen Nacht geht es dann auch los für uns. Audrey hat jetzt auch die Schlüssel seinem Freund gegeben. Der ist kurz zu ihm gefahren. Der kommt nämlich morgen, sobald wir dann am Flughafen sind, hierhin. Und der Postbote meinte auch schon, wir kriegen ja immer am Anfang des Monats zwei Pakete von der Brandmus Box. Oh, sorry. Der meinte, was soll ich dann machen, wenn ihr nicht da seid? Und wir meinten dann, ja, unser Freund ist ja da. Der ist sogar krank geschrieben. Ach, danke, Dinosch. Weil der eine Erkältung oder so hat, keine Ahnung. Also passt das perfekt. Dann ist der auch zu Hause immer, falls das Paket ankommen sollte. Weil ich bin mir sicher, wenn das jetzt, sagen wir mal, am Freitag ankommt, kann sein, dass sie das dann wieder zurückschicken oder so. Deswegen bin ich dann auch immer sicher. Ja, ansonsten warten wir jetzt auf Audrey. Der soll jetzt schnell den Schlüssel abgeben und dann kommt der auch sehr wahrscheinlich jetzt gleich. Ja, Mama. Ja, dann leg dich mal hin. Ups. Ja, ansonsten habe ich jetzt gestaubsaugt, die Wäsche aufgehangen. Ich muss heute Abend bügeln. Koffer sind fast zu Ende gepackt. Ja, und die letzten Sachen machen wir dann morgen mit Audrey. Ich habe auch alle Papiere und so rausgeholt. Impfpässe, Krankenversicherungskarten, Bankkarten. Alles ist schon in hier am, wie nennt man diese Tasche, die man an den Bauch dran macht? An der Bauchtasche, genau. Ja. Und dann geht's morgen Nacht los. Meine Mama kommt morgen auch nochmal vorbei. Sie arbeitet ja nicht, weil Feiertag ist. Lina, komm jetzt bitte. Heidi Gedürns. Ja. Ich warte jetzt nur noch auf einen Anruf von Audrey, damit wir runter können. Kommst du jetzt bitte? Nein. Okay, dann gehen wir nicht raus. Nein. Was mein Geld? Ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren ehrlich gesagt nur kurz in den Arkaden. Ich zeige euch mal kurz, was Audrey gekauft hat. Wartet. Also ich habe für Audrey 3 Red Bull gekauft, weil der die anderen 3 Red Bull innerhalb 4 Tagen getrunken hat. Tja, wenn das zu Hause rumliegt, dann trinkt er das auch, ne? Dann voll süß, meine Mama war hier gerade. Sie hat für Lina so viel Schokolade mitgebracht. Einmal hier Ü-Eier. Dann Kinderschokolade. Langsam, mein Schatz. Dann Toffifee. Das nehmen wir aber alles mit in die Türkei, ne? Dann haben wir bei Pool & Beer für Audrey einmal diese kurze Short gekauft. Und einmal dieses T-Shirt. Mit so einer Flagge. Genau, das war es auch. Ach so, und Lina hat noch das bekommen von meiner Mami. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir kein Essen mitnehmen mit ins Flugzeug. Wir zahlen dann halt, wenn wir Hunger haben. Scheiß drauf. Wir fliegen nur einmal. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich diese Schuhe mitnehmen soll, weil es regnet. 2 Tage, an denen wir da sind, angeblich. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Manchmal stimmt es nicht. Aber ich wollte euch jetzt mal zeigen, was ich als ins kleine Koffer gepackt habe. Also hier. Dann könnt ihr das mal sehen, bevor wir jetzt fliegen, weil ich denke nicht, dass ich das morgen nochmal auch noch anzeige. Mama! Geht der Ono Chantel Koi an den? Hadaschke. Und Schabi Ninja Jersey, Hammer? So, übrigens habe ich die Koffer nicht mehr gefunden im Internet. Die sind ausverkauft. Tut mir leid, aber so ist das halt, ne? Und ich habe geguckt, wir haben 127 Euro bezahlt, glaube ich. 127 Euro ist, glaube ich. So, dann zeige ich euch mal, was wir mitnehmen. So, also ihr macht den Koffer auf. Dann haben wir hier Paracetamol, 2 Rasierer, einmal ein Fieberthermometer und Pflaster. Dann haben wir hier Linas Kapuzenbadetuch. Dann einmal ihr Strandlacken. Wie nennt man das so?
Dann noch ein Handtuch. Dann haben wir eine halbe Packung Taschentücher. Dann haben wir Linas Mütze. Ah, du hast gepupst. Dann Linas ganzen Medikamente. Also alles Mögliche. Dann unsere Strandtasche. Huch. Dann haben wir mitgenommen für Audet einmal eine Badehose. Mein Cardigan sozusagen. Lina, wartest du bitte? Wartest du bitte? Da, also. Ja, bitte. Injabeng das Film. Dann meine Latschen. Audets Latschen. Dann Linas Latschen. Einmal die hier. Dann noch eine Badeshorts von Audet. Dann haben wir hier Badelatschen von Audet. Dann haben wir hier Linas Badeanzug. Dann haben wir hier zwei Packungen Feuchttücher. Ich denke mal, das reicht auch. Dann haben wir hier einen Badeanzug von mir, mein schwarzes. Und die zwei. Lina, wartest du bitte? Wartest du bitte? Komm mal, warte bitte, ja? Dann haben wir hier einen Badeanzug von Lina und hier auch. So, bitteschön. Dann haben wir hier Linas... ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ihr wisst, was das ist. Dann einmal Wattestäbchen. Dann haben wir hier Deos. Ich will jetzt nicht alles rausholen. Das habe ich gezeigt, Anne. Dann unser Shampoo, Zahnbürsten, Duschgel und Sonnenölspray zum schneller braun werden. Ich hoffe, das hilft auch. Dann einmal Linas Ball. Das ist zum Schäumen. Dann haben wir Sonnenmilch, Audet Nivea. Waschgel und Zahnpasta. Dann haben wir hier das Set für Lina. Ja, das war's auch. Also hier ist jetzt nicht mehr drin. Und ja, wir nehmen einiges mit, aber ich denke mal, wir werden auch einiges da lassen. Also ich werde jetzt nicht alles wieder mit zurückschleppen. Also ich versuche das hier alles leer zu kriegen. Also für die Waschcreme und so von Lina. Weil warum soll ich alles wieder mit zurückschleppen, oder? Und die Hälfte ist eh mit Pampers voll. Das heißt, wir werden danach genug Platz haben. Lina, ich ordne das mal kurz. Ich habe jetzt den Ventilator angemacht, meine Bügelstation angeschaltet. Und jetzt muss hier gebügelt werden. Jetzt bügele ich hier alles so einmal schön umdrehen. Ja, und danach wird auch einiges eingepackt noch. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Morgen sollte meine Mama eigentlich kommen und ich wollte ihr unseren Laptop geben. Für Furkan, damit er das für die Schule benutzt, während wir im Urlaub sind. Ja, jetzt habe ich das voll verpennt, dass wir morgen, dass Mama morgen gar nicht kommt. Deswegen wollten wir morgen kurz bis Mama vorbeifahren, weil Furkan braucht auf jeden Fall einen Laptop, weil da seins ist, glaube ich, bei seinem Vater. Naja, jedenfalls bearbeite ich heute noch ein paar Videos und stelle die dann online, bis wir dann zurück sind aus der Türkei. Jetzt warte ich aber erstmal, bis, die Bügelstation heiß ist und ich anfangen kann zu bügeln. So, ihr Lieben, ich habe richtig Hunger bekommen. Audet hat heute Knoblauchwurst gemacht mit Eiern, Tomaten und Zwiebeln. In der Zeit war ich mit meiner Mutter kurz bei Penny, weil Audet hat Guthaben gebraucht. Habe ich euch hier erzählt, ne? Dass wir ein Fett machen wollen mit so einer Karte, da für Eier das. Das ist auch in meiner Tasche. Genau, und ja, wir haben dann natürlich gegessen. Ich habe nur ein, zwei Sucuks gegessen, so halbe Stücke. Mama. Ja, da, ich habe schon raus. Da, guck mal da. Ich kann ihn daran. Ja, ich werde jetzt auch nicht mehr so satt kochen. Ich habe jetzt ein bisschen gebügelt. Ehrlich gesagt, ist mir so warm geworden, dass ich nicht mehr bügeln kann. Also ich fühle mich gar nicht mehr gut dabei. Ja, deswegen habe ich jetzt auch aufgehört zu bügeln. Entweder mache ich das morgen, also ich ist besser, wenn ich es morgen mache, weil nach dem Urlaub habe ich genug zu waschen. Ja. Naja, wie dem auch sei, ich habe jetzt eigentlich fast alles gepackt. Ich habe euch ja jetzt den kleinen Koffer gezeigt. Morgen zeige ich euch dann den großen Koffer, weil wir dann nochmal alles auspacken und nochmal reingucken werden. Und dann zeige ich euch auch die blaue Tasche, weil da muss ich noch Feuchttücher, Taschentücher und so reinpacken. Aber ich habe euch ja erzählt, dass wir auf keinen Fall Essen mitnehmen werden, also Brot. Ich finde es einfach schade, weil dann zahle ich das Geld einfach im Flugzeug. Ich war am Anfang natürlich genervt, als ich das gehört habe, weil stellt euch vor, ihr fliegt und dann erwartet ihr natürlich Essen.
Weil ist ja eigentlich in jedem Flugzeug so. Also wir sind bis jetzt immer mit Turkish Airlines geflogen. Das Gute ist, falls wir nach Iran oder so fliegen, fliegt auch Turkish Airlines dahin. Und darauf freue ich mich. Also die behandeln dich top. Dein Kind bekommt was zu malen, zu schreiben. Das ist echt perfekt. Meine Mutter meinte heute, was willst du mit der Knete machen? Und ich meinte, ja Mama, damit sollen die Kinder, also damit sollen sie dann spielen, falls sie nicht schläft. Kann ja sein, dass sie wirklich nicht schläft und sie aufgeregt ist, weil sie das hier so zum ersten Mal so mitbekommt. Ich würde zum Beispiel nicht schlafen. Ja. Ansonsten muss ich noch Kaugummis einpacken, wegen dem Luftdruck in den Ohren. Und sonst haben wir eigentlich schon alles eingepackt. Ich habe auch das T-Shirt gebügelt, meinen Jumpsuit, den ich mitnehmen wollte, den werde ich auch mitnehmen. Habe ich auch eingepackt. Dann das, was ich gestern anhatte. Ich weiß nur nicht, welches ich am Flughafen anziehen soll. Ob die schwarze Hose mit dem pinken Oberteil oder andersherum. Die beige Hose mit dem beigen Oberteil. Aber Audel meinte, das entscheiden wir dann morgen zusammen. Audel weiß ja schon, was er anzieht. Der braucht auf jeden Fall eine Hose mit vielen Taschen. Ja. Hier, Schatz. Ja, ich mache uns jetzt ganz normal Marmeladenbrot. Und hier Frischkäsebrot. Und das reicht dann. Oh, wer ruft an? Kosch, ich habe das Telefon an. Das ist bestimmt Baba. Schick Telefon an. Moment. Lina, vorsicht, tust dir weh. Das ist gerade mit dem Handy voll hingeflogen. Mensch. Hallo. Ja, Schatz. Ja. Genau, so, das ist jetzt unser Brot hier. Und das essen wir jetzt. Ich bin so froh, dass wir morgen weg sind. Aber morgen wird die komplette Wohnung sauber gemacht. Also den Boden müssen wir wischen. Dafür kommt kommen die Teppiche weg. Die Couch muss hochgehoben werden. Alles Mögliche. Nein, kein Ventilator jetzt. So, ihr Lieben. Ja, ein Tag neigt sich zum Ende zu. Wir haben auch schon ein bisschen später. Ich bin echt... Ups, sorry. Lina morgen schlafen wird oder nicht. Also ob sie im Flugzeug schlafen wird oder nicht. Ich weiß noch nicht, was ich hier anziehen soll, aber das entscheiden wir alles auch wieder. Weil wenn ich jetzt irgendwas entscheide und das ist dann viel zu warm oder viel zu kalt, dann bin ich schuld. Dann entscheiden wir das lieber zusammen. Und am Ende hat keiner Schuld. So. Übrigens habe ich ein bisschen Zahnschmerzen. Hier. Ich weiß nicht warum, deswegen habe ich auch dieses Paracetamol geholt. Weil ich weiß, bei Lina hatte ich so starke Zahnschmerzen und in meiner Schwangerschaft brechen meine Zähne ab. Ich weiß nicht warum und ich habe so eine Zahnarztphobie, ne? Das gibt's nicht. Naja, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, muss ich hundertprozentig zum Zahnarzt und dann ist auch gut. So, aber jetzt verabschiede ich mich. Morgen um die Uhrzeit kommt unser Taxi hoffentlich, oder? Nee, da haben wir noch eine Stunde Zeit. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.